next time. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMSI 2, der Omnibus Simulator. Ja, heute sind wir endlich mal auf der Map gelandet, wo wir eigentlich landen wollten. In Bad Hülsdorf. Ja, wir fahren die Linie 307 vom Bismarckplatz aus. Und fahren, naja, mit einem Ofina 5 GN2. Ausgestattet mit dem neuesten Morphe-Update. Ja, Morphe, wie ich es halt im schon letzten Video schon gesagt habe, Morphe macht ja wieder was für OMSI. Und hat auch wieder einige Sounds gebastelt und dementsprechend auch oder einige Sounds wieder bekommen durch irgendwelche Backups und was nicht alles. Hat die Bus dann dementsprechend wieder in den Stand wieder zurückgesetzt, was er vorher hatte. Und hat dann dementsprechend uns diesen Bus dann auch zur Verfügung gestellt. Der ist noch nicht ganz fertig, es ist immer noch eine Beta. Huch. Aber der Sound hört sich schon mega gut an. Mal abgesehen davon, dass Tür 2, glaube ich, dreimal Piepverzögerung hat und die Tür 3 nur zweimal, das ist noch nicht ganz okay. Aber vielleicht kann man das noch abschalten, die Türverzögerung. Das werde ich, denke ich, mal auch machen. Weil die Türverzögerung kenne ich auch selbst so nicht. Aus unseren GN2s, die wir damals besaßen. Oh, also vielleicht. Es ist ja nicht so wie bei den Citaros. Fahrermodul eben rein. Ups. Betriebsbereit. Ja, dann schön. Kurs 1. Bad Hülsdorf, Bismarckplatz. Abfahrt in 3 Minuten. Ja, wir brauchen allerdings noch ein bisschen Druckluft, deshalb können wir auch noch nicht fahren. Aber immerhin, die Tür funktioniert schon mal. Das ist gut. Das Einzige, was vielleicht für den Bus hier noch schöner wäre, bessere Texturen. Ich glaube, da gab es auch mal irgendwo ein Texturenpack für diesen Bus und das müsste ich mal herunterladen. Naja, wir fahren dann erstmal zur Haltestelle vor. Für den Schraubenschlüssel. Ist aber schon wieder defekt, oder wie? Haben wir die Werkstatt hier schon wieder einen Bus hier hingestellt, der nicht ganz koscher ist? So, dann stellen wir uns schon mal hier hin. Normalerweise sollten sie jetzt alle angerannt kommen. Warte. Ja doch. Kombiverkehr. Ja, super. Hä? Für Kombiverkehr. Ich glaube, da ist was nicht ganz richtig gelaufen. Hallo, ich möchte. So. Linie 307. Ziel weiß ich nicht. Kann man hier auch die Route Kurs wechseln? Kurs 2. Das ist aber nicht ganz richtig, muss ich sagen. Wenn ich jetzt wüsste, was für ein. Moment. Habe gleich. Ich pausiere mal eben das, bevor. bevor das hier jetzt hier überhand nimmt. Was denn, habe ich die Maus jetzt abgeschaltet, sonst würdet ihr jetzt sehen, wie ich mal mit meiner Maus hier rumscrolle. Das wäre nicht so schön. Ich muss auch irgendwo hier noch eine Zielliste geben.
Wahrscheinlich eher bei den Citaros. Also nicht bei dem. Wobei auch. Bei dem Bus könnte einer geben. Das waren die Hamburger Dateien. Linienliste. Bad Hügelsdorf. Da haben wir noch eine. 307. Ziehen wir die mal hier rüber. So. Wo müssen wir denn? Berthold Platz. Die Bismarckstraße, Bismarck. Wow, Leute, es gibt keinen Zielcode. Ihr seid so hell. Gut, dann machen wir Trick 17. Schildern wir halt eben so, dann gibt es halt eben keine Ansagen. 307 Berthold Platz. Wenn der Bus schon nicht das schildern tut, was er schildern soll, dann machen wir es halt eben über Trick 17. Über die Mogelanzeige. Weil ich habe jetzt keine Lust hier mich hier rumzuschlagen. Da gibt es halt eben keine Ansagen. Moin. Moin. Dann halt eben Pech gehabt. Dann fahren wir jetzt auch mal so langsam. Denn wir müssen auch, glaube ich, jetzt... Genau. Weil die 307 fahren wir ja nicht. Die 316, wir fahren die 307. Da kann es ja nicht sein, dass... Das Ibis hier, das Schild, was nicht stimmt. Friedrichstraße. Okay, doch, es gibt anscheinend Haltestellenansagen. Ist die Frage, ob es dann auch die richtigen sind. Ich befürchte mal nicht. Aber warten wir ab. Da habe ich jetzt auch keine Lust, die Mogelanzeige anzumachen, das ist... Kommt nicht, also fahren wir. Normalerweise hätte ich da jetzt langsamer... anhalten müsste ich jetzt nicht unbedingt an diesem Schild, aber ja. Okay, die müssen wir durchlassen. Ich hoffe, ich komme hier auch raus. Der will auch da rein. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner angerast. Oh, die Ansagen sind auf jeden Fall richtig. Das, die Anzeige, die war nicht richtig gewesen. Okay, da weiß ich nicht, was das Skript hier hat. Wieso es mir nicht die richtige Anzeige gibt, aber egal. Darf ich? Danke. Wenn es irgendwo hier eine Stelle geben tut, wo die Gefahr nicht so groß ist, dann werde ich mich auch ganz nach hinten setzen mal und... Okay, ich habe Vorfahrt hier. Du fährst mit da rein. Dann werde ich auch dementsprechend mich mal ganz nach hinten sitzen und den Sound, damit ihr auch den Sound hört von dem neuen Pack. Ich denke mal, das kann man auch hier gleich machen. Hallo. Guten Tag. Ich denke mal,
wenn die Leute jetzt... Ich denke mal, das reicht als Sicht, um das auch zu hören. Jetzt hat nur die Frage, ist da noch ein Auto da? Natürlich! Natürlich steht da einer. Und natürlich muss Omsi auch haken hier. Lange Straße, Badener Weg. Ich muss das jetzt mal abbrechen, weil sonst verfahre ich mich. Aber man hat schon gehört, wie gut der Sound geworden ist. Es fehlt zwar noch ein bisschen an, an Sound noch. Aber er hört sich schon mal in erster Linie gut an. Klar, ist Morphys Werk und Morphys Werke sind immer gut. Immer besser als das Original. 60 auf dieser Straße, das ist aber... ist eine Schnellstraße wahrscheinlich. Ich hab Glück, ich bin nochmal auf der richtigen Spur. Soll ich sich wirklich abbiegen? Oder geradeaus fahren? Das ist... jetzt hier die Frage. Da kommt eine Feuerwehr. Das ist wohl mit dieser Map dazu gekommen, die Feuerwehr. Das ist endlich geil. Kann ich bitte ausschalten? Was wird das denn? Ey, ist aber die Kacke am Dampfen hier. Machen Sie die Tür auf und lassen Sie mich raus. Oh. Ihr Fast, die geht gar nicht. Okay, da hat auch jemand sich die Mühe gemacht, um Fahrgäststimmen nicht einzusprechen. Auch sehr schön. Gefällt mir. Das macht die Map gleich sympathischer. Gut, dass es jetzt hier leckt, das könnte unter Umständen vom Bus herkommen. Klappe! Das ist der Feuerwagen. Okay. Ich glaube, da geht eine Tür nicht mehr. Jetzt aber. Jetzt auch so ein Assi, das der meint zu müssen. Ja, okay, es ist ein Postauto. Was erwartet man da, dass man da, die nehmen ja gerne mal einmal in die Vorfahrt. Aber ich liebe diesen ZF-Sound. Oh, wenn es das jetzt auch noch dann in der Fünfgang-Variante gibt, her damit. Ich möchte den haben. In der ZF-Gang-Variante. Gut. Taxi stehen geblieben. Bei der ZF-5-HP oder HP-5, das hatten wir ja hier gehabt. Und der hat sich einfach so geil angehört. Und es kommen irgendwie auch Erinnerungen auf, als Morphy noch zu Omsi 1 Zeiten die
N2 so umgestaltet hat. Boah, die Getriebe haben sich einfach geil angehört. Die haben sich so geil angehört, dass ich eigentlich nur noch mit diesen Bussen gefahren bin, aber leider haben sie wie hier in Omni 1 halt eben eine schlechte Performance hingelegt.